Also die Stage wird ein paar Parts dauern, glaube ich. Okay. Autsch. Hört auf, mich hier zu verletzen. Oh mein Gott. Also wenn das so weitergeht, dann wird die Quake 8 Stage echt einige Zeit... Quake 9. Ich sag immer Quake 8, weil es so eine Gewohnheit ist, dass bei Mega Man einfach Quake 8 sind. Dann wird die Quake 9 Stage einfach eine Ewigkeit dauern. Oh, verdammte Scheiße! Ist das denn zu fassen? Ich habe jetzt alle Leben an zwei Bossen verbraucht. Really? Das ist inakzeptabel. Oh. Okay. Sehr schön. Sieht doch schon viel besser aus. Oh. Ja, sieht viel besser aus. Wow. Shop. Okay. Ich habe mich wieder ein bisschen dran gewöhnt. Ja. Gut. Exit. Continue. Das nächste Mal kaufe ich mir vielleicht mal ein Leben weniger, weil hier kriege ich ja eh eins. So. Okay. Hier hätte man auch eins kriegen können, wenn ich denn wüsste, wie das gehen soll. Okay. Wir machen direkt den Bastard, der mich jetzt die ganze Zeit aufgehalten hat zuerst. So. Diesmal möchte ich ihn bitte mit möglichst wenig Hits und gutem Gelingen schaffen. Ja, die Physik von den Invisible Blocks ist leider echt, muss ich sagen, nicht so gut ausgereift, aber ansonsten ist das Spiel einfach großartig. Ich freue mich auch jetzt schon, es öfters spielen zu können. So. Ja. Tot. Noch nicht. Autsch. Au. Oh mein Gott. Das ging echt schief. Okay. Das ging jetzt nicht so schief. Das lief ziemlich gut. Autsch. Verdammt. Wow. Glücklicherweise hat mich Yokomon verletzt und nicht der Stachel. Gut. Wenigstens First Try. Auch wenn es nicht so schön abgelaufen ist, wie ich es mir erhofft hatte. Gut. Jet aufladen. So. Okay. Perfekt. Oh, ich bin doch nicht geslidet, verdammt. Oh, sowas regt mich auf. Steuerung könnte schön noch einen Ticken präziser sein. Sonst würde mir sowas nämlich niemals passieren. Ach,
Ich Idiot. Okay, machen wir es halt so. Oder auch nicht. Machen wir es am besten gar nicht so. Nein, nein. Ey, diese Vorräume, die machen mich wahnsinnig. Ich werde es ja wohl schaffen, diese scheiß Vorräume. Auch ohne Lebensverlust zu adäquieren. Okay, geht doch. So, wer war der Boss? Comet Woman. Ach du Scheiße. Bei der habe ich keine Ahnung mehr, wie sie ging. Yeah. Verdammt. Verdammt. Autsch. Wow. Bitte noch schlechter. Oh mein Gott. Oh, ein Leben, das ist nett. Aber eigentlich war mir schon fast klar, dass hier Comet Woman kommt. Hier sind ja immer diese Lasermittels. Ich kann mich da nur dran erinnern, dass die in Comet Woman Stage waren. Und schon geht's viel besser mit der Stage. Komm, hab ich's einmal geschafft. Oh mein Gott. Bitte. Oh, es ist zum Kotzen. Nee. Ich hab echt keinen. Ich hab das Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr über diesen Boss. Ich kann das Timing nicht mehr abschätzen. Was soll das? Ich kann das Timing absolut nicht abschätzen. Ich bin immer zu früh. Ich versuche es immer zu früh. Ich muss eine Sekunde warten. Das ist mein Problem. So. Okay. Ich hasse diese Stelle. Okay. Ja, wenigstens klappt das eh. Inzwischen einigermaßen gut. So, erstmal springt sie. Okay. Wow, also das war fies. Zu früh, war ja klar. So. Okay. So, und jetzt? Zu früh wieder. Wenn ich doch mit... Ich muss eine Sekunde warten, Mann. Osoma, check es einfach mal. Hau dir das in den Kopf rein, dass du eine Sekunde warten musst. Ist das denn so schwer zu kapieren? Offensichtlich schon. Also, dass ich Yoko-Man schaffe, ist schon mal wenigstens ein Vorteil. Oh, komm schon. Ich bin voll ausgewichen. Oh.
Einfach nur zum Kotzen gerade. Jetzt habe ich die Comet Woman Probleme. Aber weiß ich ganz genau, was ich tun muss. Ich bin bloß zu blöd, sie auszuführen. Gut. Also nochmal, Comet Woman. So. Okay. Zu früh. So. Okay. Das läuft schon viel besser. Einmal ein bisschen nachdenken, bevor du was machst und... Ach, das war wieder zu früh. So. Gut. Warum nicht gleich so? Muss denn immer alles ein Problem sein? Gut, dann gucken wir uns jetzt die mittleren an. Okay, das müsste Jojo-Man sein. Ja. So. Okay. Autsch. Okay, das war ein Stück weit unerwartet. Na gut. So, Jojo-Man, wie ging der? Den habe ich auch schon noch vergessen. Autsch. Ja. Okay. Oh. Nope. Ja. Ich muss mir echt wieder angewöhnen, wie die ganzen Bosse gehen. Das ist echt schrecklich. Ja, das kommt davon, wenn man Monate das Spiel nicht spielt. Weil man halt schon Ewigkeiten, bevor das Spiel überhaupt hochgeladen wird, aufgenommen hat. Damit man nicht gespoilert wird von diversen Streams und anderem Zeug. Autsch. Na super. So. Okay, Jojo-Man. Dann zeig mal, was du drauf hast. Oh, fängst du gleich mit der Attacke an, bei der ich jetzt nicht vorbereitet war. Gut, jetzt kommt erstmal dein lustiges Baumel-Jojo. So. Okay. Ja, jetzt kommt die Attacke. Ja, verdammt. So. Ah, ich hab den so auch schon langsam wieder raus. Ja, abgesehen davon, dass ich vergesse, den Sicherheitsabstand einzuhalten. So. Autsch. Es war zwar der entsprechende Sicherheitsabstand da, aber dafür hat das andere versagt. So. Autsch.
Gut. Besiegt habe ich ihn, aber eher schlechter als recht. Es muss besser werden.